Und jetzt wird eine Frau lesen, die wir eigentlich alle sehr gut kennen. Und trotzdem darf ich noch bestimmte Sachen betonen. Sophia Benedikt, wir kennen sie unter Diana Vidra, ist Schriftstellerin, Wissenschaftsjournalistin und Übersetzerin. Geboren in der UdSSR, seit 1984 lebt sie in Österreich. Sie hat einen Universitätsabschluss in Russland mit dem Diplom für Publizistik. Dann hatte sie Weiterbildungen in Wien für Deutsch und Psychoanalyse. Sie hat ein sehr breites Spektrum von Interessen. Sie findet den Ausdruck in ihren Publikationen, von Sachbüchern sowie der Übersetzungen von Wissenschaftswerken und von Romanen und Lyrik. Gleichzeitig werden ihre zahlreichen journalistischen Artikel zu Themen Kultur und Politik in verschiedenen Medien publiziert. Über lange Zeit war sie als Journalistin beim Bundeskanzleramt akkreditiert. Sie schreibt auch Reiseberichte, die sie mit ihren eigenen Bildern illustriert. Die Autorin ist eine leidenschaftliche Fotografin und in ihrer freien Zeit ist sie auch Malerin und Bildhauerin. Und natürlich kennt sie sich im Internet und Homepage sehr gut aus. Flohmarkt, Flohmarkt. Ja, alles ändert sich, alles. Und der Wiener Naschmarkt ist heute weit nicht mehr das, was er früher war. Samstag war es damals so. Zwei Reihen gehörten den, konnte man so sagen, Fremdlingen. Die Ware lag bei ihnen auf dem Boden, da konnte man verschiedenes sehen. Alte Wasserleitungsmähne, zerbrochenes Kinderspielzeug, Töpfen und Pfannen, abgetragene Kleidungsstücke und ähnliches. Manche von diesen Menschen sah ich ab und zu in ihren Container herumkramen, solange sie noch öffentlich zugänglich waren. Dazwischen saßen die Frauen mit dunklen, vom Wind rau gewordenen Gesichtern, mit Zigaretten zwischen den Zähnen. Bei ihren Füßen lagen Berge von vollkommen brauchbarer Kleidung. Wien kauft neu, modisch und altes wird der Caritas oder dem Roten Kreuz gespendet. Auf unergründlichen Wegen landet ein guter Teil davon auf den Flohmärkten. Hier konnte man auch verdächtige neue Sachen sehen, Radioapparate, Videorekorder, Fernseher und ähnliches. Die weiteren Reihen in der Mitte gehörten dem gewöhnlichen Haushalt. Viele Wiener benutzen den Platz, um ungewollte, vor allem Weihnachtsgeschenke und Mitbringsel loszuwerden. Am anderen Rand des Marktes standen Tische von Antiquitätshändlern, die Wertvolles vom gewöhnlichen Kram unterscheiden wollten. Die Atmosphäre war hier freundlich und sogar irgendwie festlich. Zu jenen Zeiten wollten Wiener ihre sonntägliche Spaziergänge in Richtung Flohmärkte unternehmen. Nicht unbedingt, um etwas zu kaufen, sondern einfach so. In gewisser Weise verband das Wien mit Paris. Wenn man den Gästen die Stadt zeigen wollte, führte man sie unter anderem unbedingt zum Naschmarkt. Übrigens, Naschmarkt kommt von dem Wort Naschen, obwohl für mich als Russin klingt es wie unser Markt. Nasch heißt in Russisch unser. Und wirklich, hier konnte man russische Buchweizen und Heringe kaufen, sowie griechischen Käse, Schafkäse, türkischen Brot, allerlei chinesische und japanische exotische Gegenstände und so weiter. Man konnte nicht sagen, dass hier Gemüse oder Früchte billiger wären. Nein,
Es war einfach so, dass ein appetitlicher Hammelbraten oder eine zuckersüße Wassermelone nirgends sonst in der Stadt zu kriegen war, nur hier. Wie viel kostet der Schaschlik? 20. Skoka skoka 30. Nein, 30. Auf einem Markt sollte man handeln, nicht wahr? Sonst wäre es kein Markt. Da hat auch der Verkäufer sein Vergnügen. Es ist so ähnlich in den berühmten östlichen Märkten. Übrigens, man sagt, im Osten wäre es eine große Taktlosigkeit, wenn man handelt, ohne im Begriff zu sein, das Ding zu kaufen. Das kann den Wirt sogar sehr kränken. In Wien war es zu diesen Zeiten ganz anders. Man durfte alles fragen, mit dem Verkäufer plaudern, nichts kaufen und mit einem Lächeln sich trennen. Die Österreicher haben es gern, über die Kleinigkeiten zu schwatzen. Ob die berühmten Wiener Cafés gerade dank dieser Neigung entstanden sind oder die Neigung wurde in der Erfahrung des Tratsches hinter der Tasse des Kaffees produziert. Ich kann mich erinnern, als ich etwas kaufen wollte, aber es für mich zu teuer war. Der Wirt aber nichts nachlassen wollte. Es tut mir leid. Ich bedauere es sehr. Mit solchen eleganten Worten hat er meinen Vorschlag abgelehnt. Nach kurzer Zeit kam ich zufällig wieder zu selben Tisch und was glauben Sie, der Wirt hielt mich auf und mit einem Lächeln bot er mir den halben Preis. Offensichtlich hat er rational entschieden, dass die Hälfte eines Brezels auf jeden Fall besser war als sein Lob davon. Oder wollte er mir einfach einen Gefallen tun? Das werde ich nie erfahren. Im Osten wäre es undankbar, sagte zu mir eine mich begleitete Freundin. Dort, wenn du zurückkehrst, denkt der Verkäufer, dass du das Ding dringend brauchst und würde doppelt so viel verlangen. Alles das sind Erinnerungen von Ende des 20. Jahrhunderts. Seitdem hat sich vieles geändert. Hat eine Veränderung des politischen Klimas in Europa auch auf Atmosphäre der Wiener Flohmärkte gewirkt? Billiger, billiger, meine Damen und Herren, schreien die lauten Stimmen im schlechten Deutsch. Ist alles billiger, kaufen Sie, kaufen. Kaufen Sie zum Teufel. Wie viel kostet die Katze? 50. Wie viel? 50. Bist du taub? Hat sie einen antiquarischen Wert? Warum so teuer? Ja, weil ich sie so verkaufe. Das ist mein Recht. Natürlich, natürlich. Willst du nicht kaufen, dann geh. Ich wollte sie nicht kränken. Ich wollte nur wissen. Also handeln wir langsam nicht ungefährlich. Anstelle eines eleganten Lächelns kam es. Flohmarkt, Flohmarkt, wie oft hast du Menschen geholfen, wenn das Leben sie in eine Sackgasse getrieben hat? Welche Namen kennst du nur? Da waren sowohl Marina Zvitaeva als auch Akhmatova und sogar der große Pavlov. Mit einem Fluch und einem Segen sprachen sie von dir, Flohmarkt. In Kriegszeiten und nach dem Krieg, in der Hungerszeit, verkaufte meine Großmutter alles, was man nur verkaufen konnte. Den letzten Goldring tauschte sie gegen ein Kilo Mehl. Sie nähte nachts Pantoffel aus alten Bodenstücken und aus bis zu Löchern abgetragenen Wollmänteln, die sie auf demselben Flohmarkt erworben hatte. Dann verkaufte sie wieder, so rettete sie die Familie von dem Hunger. Der Wiener Flohmarkt half vielen russischen Emigranten zu überleben.
kenne Menschen, die inzwischen sogar reich geworden sind. Nichtsdestoweniger kaufen sie noch immer ihre Kleidung am Flohmarkt. Da kann man wirklich ganz billig ausgezeichnete, ganz neue Sachen kaufen. Ich kenne einen Maler, der mit auf Bemerkung gekauften Kunstgegenständen ein Vermögen gemacht hat. Und wie ich jubelte, als ich das Glück hatte, zwei Bände des russischen Gesetzesbuches von 1885 nur für 20 Schilling aus einer Kiste zu fischen. Mit der Entwicklung der billigen Handelsketten gehen alte kleine Geschäfte allmählich verloren. Es gibt nichts mehr von alten kleinen Cafés, die Eduschen überall sind, Glas und Nickel, und da herrscht die Atmosphäre von Supermärkten. Aber einmal ermüdet dein Auge von diesem aggressiven Glanz und dich überwältigt plötzlich die Trauer nach etwas seit langem verlorenen, warmen, nicht aufdringlichen. So trauert man immer nach dem Zuhause, wo man geliebt war. Dann begeben wir uns einfach auf den Flohmarkt, um unsere Seele zu erholen, um sich mit der Vergangenheit zu treffen. Oh, schau, eine alte Zelluloid-Puppe mit blauen Augen und abgerissener Hand. Ach du Arme! Ähnliche billige Puppen hat man mir oft in Kindheit geschenkt, obwohl ich sie hasste. Jetzt aber sehe ich sie voll Trauer an. Der silberne Becher mit Gravur, einen ähnlichen hatten wir zu Hause. Was wurde dann aus ihm? Der war auf einmal verschwunden. Der Armband mit den dunklen Granaten. Ach, da muss ich an Kuprin denken. Das ist wieder ein Stück Vergangenheit, diese Erzählung Granatenarmband. Las ich, als ich ganz jung war. Ein Spaziergang über den Flohmarkt, es ist immer eine Begegnung mit der Vergangenheit. Oder ist es eine Begegnung mit sich selbst, mit deinen längst vergessenen Jahren? Hier wirst du immer wieder verführt und du kaufst etwas ganz Unnötiges, ohne dass du nicht mehr weiterlebst.